Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind immer noch hier unten beim Sea Emperor. So, und wir wollen das Enzym herstellen. Und dafür brauchen wir ein paar Zutaten und ich behaupte, ich werde sie alle hier finden. Uns fehlt eigentlich nur noch der Membranbaum und die Seekrone. Und ich glaube, die ist schon da vor uns. Meereskrone, genau. So heißt das Ding. Und was brauchen wir davon? Wir brauchen davon Samen. Selbstverständlich. Das Problem ist, mir geht mein Inventory jetzt gerade flöten. Das ist gerade gar nicht gut. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Membranbaum. Dann haben wir alles. Wenn ich den jetzt hier nicht finden sollte, weiß ich, wo ich ihn finde. Aber es wäre jetzt eigentlich echt Premium, den hier zu finden. Das wäre jetzt mal voll Titte. Dann hätten wir nämlich wirklich alles hier gefunden. Gell, mein Freund? Meine Freundin. Sie wollte halt nur spielen und wollte nicht allein sein und natürlich auf ihre Babys aufpassen. Ich meine, ist verständlich. Okay, ob ich jetzt den Membranbaum hier finde, das ist jetzt hier echt das große Rätsel. Das ist jetzt hier das große, große Rätsel. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir ihn hier finden, weil ich glaube, hier ist so ziemlich alles vertreten, was es so gibt. Zumindest das meiste ist vertreten. Jetzt schauen wir mal. Wäre gelacht, wenn wir den jetzt nicht finden würden. Und wie gesagt, ansonsten habe ich eine grobe Vorstellung, wo ich ihn finde. Jetzt will ich aber trotzdem noch darunter. Weil ich kann mir gerade gut vorstellen, dass man hier alles findet. Mann, geht's hier noch tief runter. Okay, hier gibt es nochmal einen Kristall. Nice. Aber bisher habe ich keinen Membranbaum gesehen. Okay, vielleicht finde ich tatsächlich eine Zutat nicht hier unten. Was mich zwar echt wundert, aber kann ja sein. Wäre jetzt auch nicht dramatisch. Okay, es scheint wirklich so, als würde ich die eine letzte Zutat nicht hier finden. Und ich würde jetzt sagen, bevor ich jetzt hier noch lange... Okay, jetzt bin ich neugierig. Wo dieses Loch hinführt. Und Neugierde wird in der Regel ja doch irgendwie belohnt, oder? Ah, da waren wir, glaube ich, gerade drin. Nee, scheinbar kein Membranbaum hier. Du tust mir auch nichts, oder? Nee, ihr seid echt alle passiv. Also die meisten Zutaten sind jetzt tatsächlich hier gewesen, aber ganz offensichtlich nicht ganz alles. Macht aber gar nichts. Das macht gar nichts. Dann holen wir uns das an anderer Stelle. Kein Problem. Dann nehmen wir jetzt mal das, was wir haben, mit. Ja, da unten waren wir schon. Wie gesagt, nehmen wir das, was wir haben, mit. Und holen uns den Membranbaumsamen an der Oberfläche. Kein Problem. Alles kein Problem. Welcome aboard, so. Captain. Kann ich mittlerweile mit einem Prawn durch ein Gate durch? Das ist jetzt noch hier die große Frage.
Wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Nee, oder? Leute, ich kann. Ich brech ab. Ich kann mit dem Prawn durchs Gate. Leck mich am Arsch, wie geil ist das? Also das ist ja mal mega fett. Das habe ich mir so gewünscht. Ey, wie geil. Das ist mal richtig, richtig, richtig geil. So. Du kriegst jetzt einmal das hier. Das hier nehme ich mir. Und... Ey, wie geil ist das denn? Ich kann echt... Hammer, Leute. Richtig, richtig Hammer. Nicht das hier, das hier lasse ich hier und das hier. Damit habe ich dann, glaube ich, von denen, die ich schon habe, ja. Gabes Fasersamen, Meereskronensamen und rote Wiegensamen. Passt. Wisst ihr was? Okay, ich lasse den Prawn jetzt einfach mal hier. Und wir cruisen jetzt erst einmal ganz kurz nach Hause und pflanzen die hier schon mal an. Wo ist denn zu Hause? Jetzt mal im Ernst, wo ist meine Rettungskapsel? Ich habe gerade keinen Plan, wo meine Rettungskapsel ist. Ich glaube, die ist da hinten, aber irgendwie... werden mir die Symbole nicht mehr richtig angezeigt. So. Nö, werden mir nicht mehr angezeigt. Na gut, macht nichts. Macht nichts. Rettungskapsel finde ich so oder so. Und hier massive Insel finde ich auch so oder so. Also kein Problem. Aber der Bug ist auf jeden Fall neu. Ja, zeigt mir nicht an. Cool. Naja. Was soll's. Gibt Schlimmeres. Wie gesagt, die Rettungskapsel, die sieht man relativ weit. Also das ist okay. Das, wie gesagt, das ist okay. Ich glaube, ich weiß halt jetzt nicht, welches Ende ich triggern kann. Ob ich ein Ende triggern kann. Das ist jetzt halt echt die große Frage. Habe ich noch Titan hier? Das ist die nächste große Frage. So. Welcome aboard, Captain. Jo, habe ich. Moment. Wo ist mein Fabrikator da? So. Und ein Außenbeetkasten. Also jetzt vielleicht eher suboptimal aufgestellt. Trollo, das kannst du besser. So ist das besser. Und dann holen wir uns mal die Samen und stecken sie in Mutter Erde rein. Noch ein und dann brauchen wir eigentlich nur noch
den guten alten Membranbaum. Und schwuppsdiwupps. Dann machen wir uns das Inventory jetzt noch schnell leer, wenn wir schon hier sind. Ey, das ist geil, dass man jetzt mit dem Prawn echt durch kann. Hammer, Leute. Hammer, hammer, hammer. So, Silbererz brauche und will ich nicht dabei haben. Kupfer, Silber. Weg damit und das ist Gold. Okay, was haben wir sonst noch? Die Schlüssel. Glaube ich, brauche ich auch nicht dabei. Ich nehme jetzt einfach mal vorsichtshalber jeweils einen mit. Ein bisschen was trinken. So. Läuft. Gut. Membran. Membran, Membran, Membran. Tja, das ist jetzt wieder so eine Aktion. Finde ich es oder finde ich es nicht? Wo es ist, weiß ich. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich hinkomme. Wenn ich jetzt meine Ding... Dinge einschalten könnte, dann sagt schon, meine Beacons, dann würde ich es schnell finden. Aber kann ich ja leider nicht. Daher ist das jetzt hier gerade so ein bisschen... Ja, mal raten. Könnte hier lang sein. Wir haben jetzt ein Sonnenfinsternis wieder mal. Aber wie gesagt, könnte richtig sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir werden es gleich sehen. Ja, nein. Falsche Richtung. Leider komplett falsche Richtung. Ey, wieso gehen meine Beacons nicht? Das ist doch echt zum Mäusemelken. So, wir saven jetzt mal ganz kurz. Und sehen uns gleich. So, Leute. Spiel neu gestartet und schon habe ich meine Signale wieder. Gut, 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 gut. Dann schalte ich mal... ich glaube, die hier ist es. Ich glaube, die Boje war das. Ich bin mir nicht mehr ganz... Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Degasi. Was habe ich denn damit markiert? Was hatte ich hier damit? Wo ist die andere Boje? Die ist da. Ich glaube, die hier ist die richtige. Wir werden es gleich sehen. Oder war das der Eingang in die Höhle? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig. Wir werden es gleich sehen. 600 Meter ist jetzt nicht so weit weg. Wie gesagt, kurz das Spiel neu gestartet und der Bug mit den Beacons war vorbei. Ich glaube, der Bug wurde getriggert durch... Durch das Portal, das ich mit dem Prawn durch das Portal gereist bin. Ich glaube, da hatte er sich irgendwie zerrissen. Aber wenn ihr mich fragt, ist das hier der falsche Weg? Ich glaube, das ist der Eingang in die Degasi-Unterwasserbasis. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der falsche Eingang ist. Okay, dann muss ich... Ja, das ist jetzt dann doch ein Stückchen weiter. 1400. Entschuldigung, Fisch. Eigentlich dürfte ich davon keinen einzigen mehr überfahren, weil ich weiß, dass sie mittlerweile echt kackwichtig sind. So. Das will ich aber nicht haben. Weil das nervt ungeheuerlich. Also das hier, Boje 2, glaube ich, ist die richtige Boje. Mann, bist du krank. Hoffe ich nur, dass ich nicht verknuspert werde. Ja, genau. Genau hierher wollte ich. Das passt schon. Au. Und da glaube ich, haben wir auch schon den Membranbaum. Jo. Da ist er, meine Freunde.
Membranbaum. Läuft. So, für die Leute, die das noch nie gelesen haben. Viel Spaß. Und ich nehme mal hier drei mit. Gut, dann ab nach... Wow. Böser Felsen. Und das schaut aus wie Nashorn. Schnell zur Base. Hoffen, dass die anderen Samen jetzt mittlerweile ausgetrieben sind. Und schon fleißig im Wachsen sind. Wahrscheinlich nicht. Danach wieder zum Gefängnis mit dem Prawn. Und dann haben wir eigentlich eh schon alles geschafft. Ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Enzyme ich mitnehmen muss. Reicht mir eins? Oder muss ich mehrere mitnehmen? Muss ich für jedes Embryo eins mitnehmen oder reicht das für eins? Und wenn ich das im Embryo befreie, frisst es mich sofort oder sieht es mich als Freund an? Das sind echt alles Fragen, die gestellt werden müssen. Weil wenn mich das Rexviech gleich frisst, dann ist das gerade ziemlich sinnlos, was ich hier treibe. Aber ich bin gespannt, ob ich die Kanone auch schalten kann. Das ist wirklich eine richtig, richtig gute und wichtige Frage. So. Die kann ich schon mal pflanzen. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Der wächst eigentlich relativ schnell. Gut. In der Zwischenzeit könnten wir tatsächlich noch... So. Und bauen hier nochmal ein paar Beete auf. Weil dann können wir hier ein bisschen mehr Heilmittel herstellen. Nicht, dass wir mehr brauchen, dann habe ich die Rohstoffe dafür nicht. Das wäre jetzt nämlich so der Klassiker. Okay, das hier brauche ich jetzt eh nicht zwangsweise. Davon habe ich noch eins in der Tasche. Also vom Membranbaum. Das Ding hier brauche ich. Das hat 42%. Das hat 40%. Und das 68%. Ja, das Zeug, das gibt es ja hier jetzt leider nicht. Und sonst hätte ich hier nochmal schnell abernten können und gut wäre gewesen. Aber nö, gibt es hier leider nicht. Ne. Keine Chance. Absolut keine Chance, das Zeug hier zu finden. Aber ich würde jetzt eigentlich sehr gern mit euch in dem Part noch das Enzym herstellen. Windegras. Also das hätte ich jetzt eigentlich echt noch gern mit euch gemacht. Was? Gut aufgepasst? Ah, gut angepasst. Mhm. Das Einzige, wo wir vielleicht was finden könnten, wäre hier unten in den Höhlen. Nein, es ist nicht meine Hauptaufgabe, von dir gefressen zu werden. Drecksviech. Aber nö. Ey, ich finde auch kein Kupfer mehr. Weil wir bräuchten mal wieder ein Kupfer. Wir haben nichts mehr, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kein einziges bisschen Kupfer. Okay. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten, Leute? Theoretisch könnte ich die Aufnahme pausieren, weil das will ich eigentlich echt noch saugern mit euch schnell machen. Einmal dieses Enzym herstellen, aber wir müssen halt jetzt noch ein bisschen warten. Ich meine, das ist schon fast durch. Aber die beiden hier, die brauchen ein bisschen. Das würde ich nämlich gern sehen. Jo, das machen wir noch. Ich mache jetzt eine kurze Pause
und wir sehen uns dann, wenn das Zeug gewachsen ist. Also bis gleich. So Leute, das Zeug ist gewachsen. Ich brauche noch eins davon. Ich habe jetzt Membranenbaum, rote, dann brauche ich noch eins von der Feder. Und eins hiervon. Dann lasst uns ein Enzym herstellen. Welcome aboard, Captain. Rätselhaftes Enzym. Okay. Wir haben das Enzym, Leute. Wir haben es echt hergestellt. Ich brech ab. Und ich bin sackgespannt, was damit jetzt passieren wird. Aber meine Freunde, wie versprochen, das Enzym haben wir noch hergestellt. Dancing Fish ist auch nach Hause gegangen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.